Wo heult der denn? Okay, also ich muss ja einfach nur alles abpacken, um Sachen zu kriegen. Da war was drin, ich hab's gesehen, es ist weg. Schnauze voll. Ach so, nochmal. Muss ich da weiter? Ich gucke erstmal das andere an. Bist du da, Kleine? Er ist da. Ich vergeude. Bobs. Rege, Tonband. Hack ich gleich. Geld. Die Kiste ist da hochgeflogen. Runter, rüber. Easy. Achso, ich hätte einen Autohacker nehmen sollen. Oh, das war ja dumm. Mann! Dann geht's da wohl weiter. Ja. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ja, ja. Chill mal. Treffen wir jetzt wirklich Atlas? Ich habe das Spiel schon so ewig lange nicht mehr gesehen, gespielt, was auch immer. Jetzt kommen da bestimmt wieder 20.000 Gegner, nur weil der gesagt hat, ey, du hast es geschafft. So. Chips. Wege. Was zur Hölle ist das eigentlich immer? Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Was war denn jetzt mit dem... Käffchen. Was war denn mit dem Stuhl los? Oh, das wollte ich nicht. Ach so, okay. Ach, die wollte ich auch nicht. Herrgott, erschreck mich doch nicht so. Wo? Dann rüber. Obwohl noch eins hoch. Und dann nur noch so. Krieg ich noch? Ja. Arschlochgeschützturm. Oh.
werden. Wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Mhm, das war das eine. Wir sind alle hier runtergekommen. Hey, ich hatte doch... Wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist. Ach, komm schon, seit wann haben die auch Whisky dabei? Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten im... Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Kaffee! Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Weiß ich, dass ich eh schon... Wir sind doch eh keine Freunde. Oh, was ist hier? Oh, eine Vita-Kammer. Chamber. So, dann hacken wir das noch schnell. So. Ich habe ja Zeit. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich brauch so eins noch. Perfekt. Juhu. Was gibt's hier noch? Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Nein, diesmal nicht. Ach, da komme ich zu der. Okay. Gut, dann lassen wir den guten Atlas doch mal durch, ja? Atlas, ich komme. Ist das Atlas? Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira! Kannst du mich hören, Liebling? Ah. Oh. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn machen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Ich will... Lass mich raus! Also lerne ich Atlas jetzt doch nicht kennen. Was bist du denn? Achso. Kopfschuss. Oh. Schäffe dich! Meinst du? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Ja! Der U-Boot!
versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Oh mein Gott. Warum? Okay. Raus hier. Mach, dass du rauskommst. Ab nach Arcadia. Herrgott nochmal. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch. Ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Es darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, es tut mir so leid für Atlas. Wenn da wirklich seine Familie drinne war... Ich meine, die Frau hat ja dann nicht mehr geantwortet, selbst wo er davor war. Ist doch nicht wahr. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Eiskerl. Wir finden ihn. Ja, oh, und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Nicht nur das. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunde, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Halt die Klappe, Ryan. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Ja. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Mhm. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Nein. Wo ist denn jetzt hin? Was war das denn? Der war doch gerade unsichtbar, oder was war das? Was stimmt nicht mit den Leuten? Hey, hier. Geh weg. Tschüss. Zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schneckin allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher.
Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Eieiei. Komme ich hier irgendwie durch? So wahrscheinlich nicht. Da komme ich nicht dran, ne? Ne. Okay. Was auch immer. Wofür brauche ich Schrauben und Messingrohre? Kerosin? Das war's. Ist leer. Ich muss hier lang. Ach. Hier war ja noch eine Treppe. Oh! Also diese Teile, ne? Die machen mir Kopfweh, ne? Wenigstens austauschen. Ich weiß auch nicht. Gib mir Munition. Heiliger. Oh ne, da gucke ich erstmal da rein.